MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Teil 2 der Linie 635 steht an. Wir sind in Teil 1 von Blaureuth vom Westbahnhof runtergefahren zum Gletscherparkplatz und fahren jetzt weiter nach Römerberg zum Zopp über Zabelstein. Und ich muss sagen, wir sind echt verdammt gut durchgekommen im ersten Teil. Also so an der Sternwarte und so dachte ich, okay, ja, die Baustelle, die da... fahren wir uns kaputt oder sonst was. Und nein, nix. Es hat alles wunderbar funktioniert bis zum Gletscherparkplatz. Kein Unfall, keine Unfallmeldung. Wunderprächtig. Ich hoffe, im zweiten Teil läuft es auch so. Für euch ist es jetzt 2 Tage später. Für mich ist es ungefähr 30 Sekunden nach dem ersten Teil, nachdem ich den ersten Teil beendet habe. Berghalde Zabelstein. Berghalde Zabelstein. Ich habe natürlich erst überlegt, ob ich vielleicht jetzt irgendwie eine Pause mache, eine längere oder so. Und dann die Situation wieder lade. Aber nö, das ziehen wir jetzt hier noch durch. Aber einfach von der Folgenlänge her. Und weil ich halt im Moment nicht so viel Zeit habe, um Folgen zu produzieren, habe ich mir gedacht, teile ich die 6,35 einfach. Muss man aufpassen. Hier ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Verkehr, ne? Auch was das Gebirge, die Gebirgsstrecken hier angeht, wo man dann echt gucken muss, dass man da niemanden mitnimmt im Gegenverkehr. Ich gebe mir die größte Mühe. Aber ich muss auch sagen, mit dem MAN Standardbus, der lässt sich wirklich gut fahren. Berghalde Zabelstein. Und zack. Ein bisschen weit rüber, aber okay. Zabelstein. Und jetzt bin ich gespannt gleich, ob wir wirklich nur eine Minute oder ein bisschen mehr bis zur Manoska-Straße brauchen. Das hieße ja, dass wir einen direkten Weg fahren. Das kann natürlich sein, weil wir fahren ja hier auch nicht jetzt nach Zabelstein auf den da zum Busbahnhof rein, sondern wir halten ja außerhalb. Deswegen, es könnte tatsächlich sein, dass das stimmt. Naja, wir werden... Ja, ja, okay, wir fahren nicht am... Okay. Ich versuche da so ein bisschen auf Omni-Navigation zu analysieren. Manoska Straße. Wie gesagt, es könnte sein. Kann es mir aber eigentlich nicht wirklich vorstellen. Aber ja, gut. Boah, fällt der Scheiße. Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich einen Direktweg nach Römerberg runter. Dann
muss man nicht über die ganzen Dörfer und nix, sondern halt zack, ne? Aber das ist ganz unmöglich, ja. Wie gesagt, für mich sehr schwer vorstellbar, besonders in einer Minute, aber oh, hey. Ich versuche das ein bisschen über Omni-Navigation mit zu analysieren. Ja gut, wir halten jetzt hier nirgendwo, ne? Ja, aber der Weg ist schon direkt da. Das ist, stimmt schon. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Also das ist schon noch ein Stück. Ja, seht ihr, hier fahren wir nämlich durch. Ja gut, dann sind wir gleich schon an der Manoska-Straße tatsächlich. Gut, also eine Minute ist utopisch. Was ist denn jetzt? Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Da habe ich jetzt mit dem Nachläufer auch einen Pfosten wohl abgesägt. Na, also Minute ist utopisch, aber es ist auf jeden Fall, man ist sehr zügig an der Manoska-Straße, ja. Na, wir sind jetzt in Bach. Weiler auch Römerberg, genau. Also wie gesagt, Minute, no. Auch hier wieder so eine Baustelle, wo ich mir denke,
Ja, und klar, dadurch, dass wir natürlich jetzt in Bach und Weilerau und so nicht halten. Ist es natürlich auch was schneller. Aber eine Minute, naja, gut. Gut, man muss dazu sagen, die Karte ist aus OMSI 1 dann natürlich in OMSI 2 importiert worden. Und da kann es durchaus mal zu Fehlern kommen. Aber trotzdem ist die Karte schön und macht Spaß, das muss man ja einfach mal sagen. Da-da-da. So, das dürfte Weilerau sein. No. Und dann kommt Römerberg. Ist eigentlich so hier jetzt der Linienweg der 626. Ah, hier kommen wir doch gut runter. Bisschen zügig, aber läuft. Ich bin ja ein sehr sicherer und souveräner Busfahrer. Deswegen kann ich mir solche Geschwindigkeiten auch erlauben. Ja. Minus 3,1, sagt der. Sagt's Ibis. Aber der Fahrplan sagt eine Minute, ne? Nur 10 soll ich in der Manowska-Straße sein. Gut, wenn ich vorher schon ein bisschen zu früh war. Hallo. 13:05 Uhr. Also das stimmt da hinten und vorne nicht, was den Fahrplan angeht. Wir fahren jetzt auch direkt weiter. Macht ja keinen Sinn, jetzt hier Zeit abzustehen. Römerberg Universität. Ja, genau. Aber war eine schöne Strecke. Ich hatte weniger Lust auf die Linie 635 tatsächlich. Und habe mich eines Besseren belehren lassen. Die ist eigentlich ganz schön. Muss man sagen. Mein Gott. Hallo. Die 114, Kalkmoor.
Bergmoor über Schulzentrum. Komm, lass mal den Kollegen fahren, na. Auf Fahnenrecht 2, okay. Interessant. Alter Markt, Stadtmitte. Hm. Ja, ich halt doch sowieso. Steigen sogar hinten ein. Soll mal einer sagen, ne? Rathaus, Postsiedlung, und da müssten wir da sein. Römerberg, Rathaus. Hallo. Hallo. Ja, Postsiedlung, und dann haben wir's. Römerberg Busbahnhof. Oh, okay, wir halten gar nicht an der Postsiedlung. Und dann fahren direkt durch zum Zopp. Okay, gut. Ich meine, gut, meiner Meinung nach hätte man die Postsiedlung jetzt auch noch mitnehmen können, aber gut, dann nicht. Ernsthaft? Kurz vor Schluss. Wirklich kurz. Alter, ich hatte Vorfahrt. Der hätte warten müssen. So ein Honk, ey. Toll. Es ist die ganze Linie über nichts passiert und dann das jetzt. Das ärgert mich, echt. Das ärgert mich. War so schön. Hat alles so gut geklappt. Ach, halt die Gosch. Jetzt ist es egal. So. Römerberg, Rathaus.
nach Fahrplan hätte ich jetzt nämlich einen Wechsel. Nee, auf die 6:35 wieder zurück nach Blau-Rhein-Westbahnhof. Ja. Ist das hier vom Fahrplan her richtig? Mit dem mit Zavelstein, Manoska Straße oder auch nur eine Minute? Ja, auch nur eine Minute. Okay, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann auf der 636. Da starten wir dann in Zavelstein. Bis dahin. Tschüss.